saw all my mistakes. You saw my abilities. I saw what was missing. You saw space to love me. What did I find? How are you mine? Had no reason to stick around. Somehow you got just who I was, when all I did was weigh us down. Größten oberirdischen U-Boot-Bunker Europas am Bunker Valentin. Wir nehmen euch mit, der Eintritt ist frei, soweit wie man reinkommt. Es ist kein klassischer Lost Place, aber eine Gedenkstätte. Mal die Ausmaße. Bis dahinter alles Bunker. Schaut euch diese Größe und Dimension an, die hier gebaut wurde. Und hier Sonnenblumen am Bunker. Das wurde wahrscheinlich nachträglich rangebaut, weil ja die Marine 1964 dann auch die Anlage teilweise als Lager nutzte. Eine Einfahrtsrampe. Das Wetter passt der Geschichte zum Bunker an. Es ist grau und regnerisch und es nieselt ganz, ganz fein. Und da kommt das grüne Männlein. Tja. Und hier geht's in den Bunker. Da habt ihr schon mal einen Eindruck, wie dick die Wände sind. Türöffner benutzen. Also ja. Öl, das sind Öltanks. Oh Gott, kalt, dunkel. Schaut euch diese Dimension und diese Größe an.
Einblick in den Ruinenteil, Fortsetzung Rundweg. Die zwei kenne ich auch. Okay. Oh ja, Bombentreffer. Ohne Sprengladung aber auf dem Weg, aber da kommst du in dem Bereich, kommst du richtig drauf. Von der anderen Seite kommt man nochmal ein Schleusentor, da kann ich das nochmal von der anderen Seite zeigen. Fortsetzung Rundweg. Jetzt seht ihr nochmal die Mauern. Guck dir mal die Mauern an, was da an Beton und Stahl drin steckt. Schleusenkammer im Bau. Hier nochmal von außen. Eine Seite. Andere Seite. Das da links ist dann sogenannter Capo. Einer von denen, auch Strafgefangener, auch jüdisch. Da hier steht es nochmal, der Capo ist verantwortlich, dass die Arbeitsleistung erreicht wird, dass keine Sabotage vorkommt. Er muss also seine Männer antreiben. In dem Moment, wo wir mit ihm unzufrieden sind, ist er nicht mehr Capo, schläft er wieder bei seinen Männern, dass er dann von denen in der ersten Nacht totgeschlagen wird. Das weiß er. So. Schauen wir mal, was wir da haben. Steinschlag da oben wieder. Ein Bombentreffer. Und hier das erste Mal Wasser. Von der Weser.
Dann gehen wir mal den Besucherweg weiter. Da wurde nur Beton hergestellt. Da oben ist die Schmalspurbahn. Davon waren 10 Stück da von diesen Anlagen. Wurde erstmal Beton verwendet, um eine Betonmischanlage überhaupt zu bauen, damit dann der U-Boot-Bunker gebaut werden konnte. Das ist ein Silo, da ist dann die Sub da. Schaut euch diesen Klotz an. Und hier geht es direkt an die Elbe. Das ist jetzt ein Stück, wo normal die U-Boote rausgekommen wären. Windharfe. Das komische Brummen ist die Windharfe.
Jetzt geht's wieder ins Gelände. Wieder am Bunker lang. Auch nochmal Riesenloch. Das Zuliefertor war das. Wie das klingt. So Vögel drin. Tropf Wasser runter, irgendwo aus Blech. Das klingt unheimlich. Einmal mittendurch und drumherum, um das Riesen drumherum. Das war ein kleiner Einblick in den größten U-Boot-Bunker Europas, der nie fertiggestellt wurde, wo nie ein U-Boot aus der Werft gefahren ist. Ich hoffe, das kleine Video hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, Kommentare wie immer unten rein. Und wenn es nicht gefallen hat, abschalten und vergesst es wieder. Bye, bye.